Ja, herzlich willkommen bei Fisch und Grips. Ihr seht es am Licht und auch an dem leichten Nieselregen. Der Herbst hat begonnen. Jetzt kommt der Oktober. Und ich muss sagen, von fast allen Angelmonaten im Jahr ist für mich der Oktober einer der besten überhaupt. Weshalb, werde ich euch jetzt noch sagen. Ja, der Oktober ist nämlich von zwei Dingen geprägt. Erstens mal, die Temperaturen gehen runter und das Licht schwindet immer mehr. Also die Tage werden merklich kürzer. Und während der September oft noch so ein Sommermonat ist unter Wasser, weil natürlich unter Wasser alles ein bisschen hinterherhängt, Wasser speichert einfach die Wärme und dementsprechend sind diese schwankenden Lufttemperaturen unter Wasser immer sehr versetzt, erst spürbar. Aber jetzt im Oktober merken auch die Fische instinktiv, okay, es wird Herbst, es wird kälter, die Tage werden kürzer und dementsprechend müssen sie sich vorbereiten, in den Winter zu gehen. Die meisten Arten fressen jetzt noch mal richtig, richtig viel, weil sie natürlich instinktiv merken, es wird kälter werden, es wird weniger werden und auch weniger zu fressen werden. Und dementsprechend haben wir jetzt oft wirklich Phasen, in denen richtig viel unter Wasser gefressen wird. Was noch dazu kommt, was ihr auch nicht unterschätzen dürft, wir haben jetzt kühle Temperaturen, oft auch an der Oberfläche halt kühle Temperaturen, wenn es nachts stark abkühlt. Wenig Licht, das heißt, das ganze Phytoplankton, also Algen und alles, wovon sich jetzt viele Kleinfische im Sommer ernährt haben, wird deutlich, deutlich weniger. Deswegen gehen ganz viele von den Brutfischen, von den Jungfischen, die ja jetzt schon eine gewisse Größe haben, weil die den Sommer über gut abgewachsen sind, gehen jetzt an den Gewässerboden vermehrt. Also ihr habt viel, viel weniger Fischaktivität an der Oberfläche wie noch im Sommer oder jetzt halt im Frühherbst, sage ich mal. Und jetzt findet man zum ersten Mal den Fall, dass Fisch wieder konzentriert am Boden anzutreffen ist. Was für uns Angler eine sehr, sehr gute Situation ist. Während man im Sommer suchen musste, weil Fisch überall verteilt ist, viel Nahrung überall ist, wird es jetzt teilweise wirklich einfacher, Fisch zu lokalisieren. Und wenn man dann mal so einen Schwarm Fische gefunden hat, Barsch oder so, kann man jetzt richtig Massenfänge machen, weil halt eben mit den ganzen Brutfischen, die sich jetzt konzentrieren, auch die Raubfische anfangen, sich wieder ein bisschen ins tiefere Wasser und auch konstant an bestimmte Orte zurückzuziehen. Ja, mein Fisch für den Monat Oktober ist auf jeden Fall der Barsch. Beim Barsch ist es so, dass, weil ja jetzt auch die ganzen Kleinfische und Brutfische sich wieder ein bisschen sammeln für den Winter und auch zu Boden gehen, gehen auch die Barsche in großen Schwärmen an den Boden. Und wenn ihr jetzt zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle seid, könnt ihr beim Barsch wirklich absolut Massenfänge machen. Wenn man dann den richtigen Spot hat, oft sind so ein bisschen schon die Hafeneinfahrt, die bisschen strömungsberuhigteren Bereiche, wo dann der Fisch anfängt sich zu sammeln jetzt im Herbst oder im frühen Herbst. Und wenn man dann, wie gesagt, da vor Ort ist, kann es sein, dass ihr auf alle Köder, auf alles Bisse bekommt, weil die Barsche jetzt da gestapelt quasi stehen und auch noch viel fressen. Auch im Winter haben wir natürlich große Ansammlung von Fisch. Das Problem ist aber, wenn im Winter nachher das Wasser eiskalt ist, beißen die halt so gut wie nicht mehr und fressen so gut wie nichts mehr. Jetzt kommen also zwei wichtige Sachen zusammen. Fisch sammelt sich und das Wasser ist noch warm genug, dass Fisch auch richtig viel frisst. Und deshalb haben wir jetzt im Herbst teilweise so gute Bedingungen und können auch dann so viel, insbesondere Raubfisch, aber auch andere Fische gezielt fangen. Neben dem Barsch ist natürlich jetzt auch ein super gutes Hechtangeln angesagt, gutes Zanderfischen. Also alle Raubfische stellen sich jetzt quasi ein bisschen auf den Winter ein, fressen relativ viel und sind auch noch mobil. Auch die wärmeliebenden Arten, auch dafür ist der Oktober super interessant, wie Karpfen, Wels und Co. fressen jetzt nochmal richtig gut. Natürlich ein bisschen temperaturabhängig. Ich sag mal, bis so diese 13 Grad Marke ungefähr erreicht wird. Wenn es dann drunter geht, wird es weniger, aber haben wir jetzt im Oktober in der Regel jetzt hier zumindest anfangs sowieso noch nicht. Auch die gehen nochmal richtig gut. Also es lohnt sich auch nochmal für die Friedfischangler, Wels- und Karpfenangler jetzt gezielt anzusitzen, weil auch die Arten natürlich sich vorbereiten müssen, möglichst viel Fett sich anfressen wollen, um dann nachher gut durch den Winter durchzukommen.
Bei den ganz kälteliebenden Arten, Bachforelle und so weiter, geht jetzt in der Regel die Schonzeit los. Auch das ist zu beachten. An vielen kleinen Gewässern ist jetzt das Angeln mehr oder weniger beendet. Auch hier bei mir in der Region endet jetzt dieses typische Bachangeln, weil halt eben Bachforelle als typischer Winterleischer jetzt in ganz vielen Bundesländern auch schon dann eine Schonzeit hat. Also dann verlagert es sich wirklich so ein bisschen in die Seen oder auch in die großen Flüsse. Was aber auch für uns wirklich Sinn macht, wie gesagt, Barsch, Hecht, Zander und auch noch die ganzen Friedfische und so weiter sind jetzt im Herbst, im Oktober alle gut zu fangen. Taktisch gesehen fange ich jetzt wirklich auch ein bisschen Herbstangelei an. Das heißt, ich fische nicht mehr diese typischen oder weniger diese typischen Sommerköder. Ich fische auch nicht mehr hoch im Wasser, nicht mehr so schnell, sondern ich gehe mehr an den Grund. Jetzt fängt die Zeit des Gummifischs an, für mich jedenfalls. Der punktet jetzt total. Man kann natürlich immer noch zügig angeln, weil es noch warm ist, die Fische aktiv sind. Aber man oder ich suche jetzt schon eher gezielt auch bodennah, ein bisschen bodennah nach den Fischen. Das macht richtig Sinn. Beim Friedfischangeln fangen jetzt wieder an, die eher proteinreichen Köder gut zu fangen, finde ich. Man kann auch in den Geschmäckern ein bisschen weggehen von diesen ganz süßen Zuckervarianten, die im Sommer richtig gut laufen. Ein bisschen mehr in diese ja, geschmacksmäßig Richtung auch Wurm oder bei den Futtermischungen oft auch dann so Fisch und sonstige Flavor, weil jetzt wirklich die Tiere gerne auch proteinreiche, auch ein bisschen größere Happen zu sich nehmen, weil sie halt, wie gesagt, sich jetzt gezielt auch auf den Winter vorbereiten und dann auch ein bisschen Fett sich anfressen wollen, um dann gut durch den Winter zu kommen. Also man kann jetzt wirklich auch geschmacksmäßig ein bisschen mehr in diese, ich sag mal, Fischrichtung gehen, auch beim Friedfischangeln. Wurm punktet jetzt auch richtig, finde ich, nochmal. Und das sind jetzt in Sachen, die sehr, sehr interessant sind. Insgesamt kann ich nur sagen, auch wenn es oft so ist wie heute, es regnet und es ist kein schönes Wetter, nutzt auf jeden Fall den Herbst. Also gerade die unter euch, die Raubfischangler sind, geht jetzt raus. Ihr werdet sehen, wenn ihr Fische findet, kann man jetzt eigentlich Sternstunden erleben. Also auch gute, große Massenfänge haben, die man sonst im Jahr echt ganz, ganz selten nur irgendwie verwirklichen kann. Also nutzt das, nicht zu groß angeln. Ein bisschen am Boden angeln, ein bisschen Fisch suchen, wenn ihr Fisch gefunden habt, die Stelle ein bisschen ausangeln auch. Und dann werdet ihr jetzt mit Sicherheit richtig, richtig gute Erfolge haben im Herbst.